This might make a cool shot. Amber forever. Love forever. Wer ist Amber? Ich kenne Timber. Das englische Wort für Holz. Aber Amber kenne ich nicht. Was ist denn das da oben drüber? Ach, da steht noch ein Name. Irgendwas mit R. Den Rest kann ich echt nicht erkennen. Warte, vielleicht... Warte mal, können wir das vielleicht hier erkennen? Ist das hier? Oh. Ja, die Kameras haben wir eben gerade gemacht. Rachel Amber. Ach, Rachel Amber. Love forever. Okay. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, wir müssten nochmal neu anfangen. Aber ich glaube, das mache ich heute nicht. Weil ich glaube, ich weiß jetzt, wofür der Sammlermodus da ist. Ich denke, der ist dafür da, damit man mal von komplett neuen anfängt und nicht mit den aktuellen schon. Weil deshalb sind, glaube ich, auch so viel Einträge hier, oder? Ich wollte eine Blackwall. Es ist soweit. Ich ziehe von Seattle. Der reine Wahnsinn. Nee. Nee, doch nicht. Also das ist, scheint alles hier aus der Zeit vor dem, wo wir gerade spielen. Aber zum Beispiel hier Kate hatten wir noch nicht getroffen. Und hier die Fotos haben wir auch noch nicht alle gemacht. Ich bin gerade echt ein Handy. Ist das neue Samsung? So. Ich würde mich freuen, wenn du mal Curious Expedition streamen würdest. Die kenne ich gar nicht. Der Name kommt mir, glaube ich, irgendwie bekannt vor. So, das haben wir alles angeschaut. Another daily fail in front of the world. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Mark Jefferson, Noir Beauty. Dunkle Schönheit von Mark Jefferson. Film versus digital, was gewinnt? Ich denke, es ist digital. Denn ich kann mir vorstellen, dass eine Filmrolle... Ich denke... Ich weiß gar nicht, wer kennt denn von euch noch Filmrollen? Ich denke, die meisten, die hier sind, wenn ich mir so anschaue. Bis auf ein paar. So, ein Kopierer. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, wir sind nicht in der Zeit. In welchem Jahr haben wir es? Warte mal, wir sehen das doch bestimmt hier im Tagebuch. 1. Oktober. Aber was für ein Jahr haben wir? Ich hab's doch eben gesehen. Irgendwas mit 2008 war es doch, ne? Weil heutzutage freut man sich nicht mehr über so einen schmuddeligen Drucker. Den hat auch fast jeder zu Hause. Und... Irgendwo war es doch auch noch. Ich weiß gar nicht mehr wo. Irgendwo. Ich glaube, bei den Kameras war es. Nee, genau, bei Film versus digital. Was ist der bessere? 2003 haben wir, nicht 2008. Okay. Dann vertraue ich euch doch mal. It's so awesome to look like an idiot in my favorite teacher's class. So, dann... Achso, nee, warte, hier haben wir noch was vergessen. Papierkugel. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Hey, Kate. Wir lieben deine Porno-Video. Wir lieben dein Porno-Video. XOXO Blackwell Academy. Kate. Oh Mann. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing.
Anscheinend machst du gerade Physik-Hausaufgaben. Boah, Alter. Da würde ich mich aber hier... Es gibt Leute, die sich dann in ihr Zimmer einsperren. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. You seem quiet today. Just thinking too much. Was? Victoria hat bereits gewonnen? Wie gewonnen? I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Oh. Und ich weiß ganz genau, ich glaube, wir wissen alle ganz genau, weshalb sie so still ist und nichts mit uns zu tun haben möchte und lieber alleine sein will. Da sieht man wieder, Worte können verletzend sein. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Nienwau. Library, Develop, Slideshow, Print, Web. Und wer soll das sein? Und was ist... Warum ist das Bild nicht klarer? Also da muss aber ein ganz schöner Amateur gearbeitet haben hier. So, The Curious Exposition könnte was für dich sein. Aber warte, bis mein Seil ist. Okay, dann ich werde es auf jeden Fall merken. Glaube ich. Hoffe ich doch mal. So, habe ich auch was? So, was steht in dem Buch, da wo die Fotos sind und da wo auch 1. Oktober war, nur weiter hinten? Kannst du ja mal schauen, was? Hä? Wie, was soll hier sein? Welches Jahr wir haben, oder was? Nur weiter hinten. Was hier? Ich weiß gar nicht mehr, für was das war jetzt. Skyrim mit den DLC hat uns seit 40% Sale. Ja, das brauche ich mir. Ich habe das doch alles. Ich habe doch viele, viele Spiele. So. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Wieso soll ich doch mit ihm reden? Oh, ein Foto. You can never escape the lighthouse here. Das ist doch der Leuchtturm, wo wir am Anfang waren. Even in pictures. The forest around here always looks mysterious. Boah, das ist schon ein sehr cooles Foto. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Was ist der Beste? Also heutzutage haben doch Leute hier schon doppelt so, dreifach so groß. Da geht über die ganze Wand gefühlt. Das ist doch noch winzig, dieser kleine. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Bist du ein Held des Alltags? Find es heraus. Nimm teil. Fotowettbewerb Helden des Alltags. Reich ein Bild ein, das dich oder andere bei was heroischen Taten zeigt. Abgabefrist 9. Oktober 2013. Ah, also haben wir 2013. Ach krass. Und da freut man sich über so einen Drucker? Naja. Wobei, viele Schulen haben ja noch einen Röhrenbildschirm. Zum Beispiel hatten wir noch einen Röhrenbildschirm. Der Gewinner fliegt nach San Francisco und repräsentiert seine Schule im nationalen Helden des Alltagswettbewerb in der Galerie Zeitgeist am 11. Oktober 2013. Du kannst ein Foto auf zugelassenem Papier zur Bewertung einreichen. Für diejenigen unter 18 wird eine Genehmigung der Eltern zusammen mit dem Foto benötigt. Schick. Ich glaube, ich werde den ersten machen oder so. Na dann reden wir doch mal. Oder können wir schon raus? Rein theoretisch. Tür. I see you, Max Caulfield.
Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Verdammt. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Muss ich? Ich hatte keine Zeit. Naja. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. That's what separates the artist from the amateur. Na gut. Dann werde ich da, glaube ich, mal ein Foto machen. Von einem Helden des Alltags. Ich weiß nicht, was für ein Held sein soll. I was about to. I'm not paying a hundred. Welcome to the real world. Hot. Then I might send you a special picture in China. Because Max wants everybody to see how she plays it so sharp. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. So, warte mal, das mache ich mal ganz kurz. American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside. Watching the world from the bright side. Das kommt vielleicht ein bisschen. Warte, ich glaube, ich mache mal Folgendes. Ich mache mal. Ich kann das gerade nicht machen. Gleich. Moment. He totally wussed out on entering the photo contest. No one can tell where your heart is. American girls like dollies with shiny smiles and plastic buddies. I wish I had. Everybody looks happy just to be here. Whatever. Thank you.
Da hast du einen Fleck übersehen. Da hast du einen Fleck übersehen. So, achso, das geht immer weiter. Na gut, das ist ein bisschen ärgerlich. Dann, ich habe gedacht, die Musik kommt jetzt nur einmal, weil ich mag wirklich die Musik. Und ich mache mal ganz kurz Folgendes. Moment, das, ich mache, glaube ich, mal zu diesem Spiel. Alter, diese Maus, sag mal. Ich mache das hier mal aus hier. Hallo? So und so. Weil ich glaube, das nervt dann doch schon ein bisschen, wenn dann hier diese Anzeigen reingeflogen kommen. Oh, Coffee Mensch, einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich dir. Passt super zum Laufen von ihr? Ja, das finde ich auch. So, ich mache die Camera noch nicht an, gleich erst wieder. Wir fangen einfach mal da hinten an zu schauen. Wir haben uns mal chronologisch durch. To all of you. So, hallo Courtney. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Ach was. Dann sind das also hier die Kumpanen der guten Victoria. I think that's Courtney. Ja, das weiß ich schon. She's such. She's so. There's Taylor, always waiting for Victoria. Victoria, komm doch mal raus. Ach so, und Andy, hab ich total verpasst. Ich hab dich schon gesehen, aber ich hab dich nicht so richtig realisiert. Ich weiß, du warst ja schon ein bisschen da. Tut mir leid, tut mir leid. Ich wünsche auch einen wunderschönen guten Nachmittag. So, ein Vermisstenposter? Wer wird vermisst? These missing persons posters are popping up everywhere. Vermisst, verschwunden aus Arcadia Bay, vermisst seit Montag, dem 20. April 2013. Sonstiges, Alter 19 Jahre, Größe 1,65, Gewicht 50 Kilogramm, Haare blond, Augen haselnussbraun, Tattoos eines Drachen auf der Wade und eines Sterns auf der Innenseite des linken Handgelenks. Rachel Amber, 19 Jahre, wenden Sie sich mit Informationen bitte an Cheryl von Arcadia Bay, 555-388-6020. Also wenn ihr Rachel Amber. Warte mal, Rachel Amber? War das nicht die auf dem Tisch hier eingeritzt war? Warte, vielleicht will ich nochmal rein. Ne, wahrscheinlich nicht. So, das Poster da oben. I shouldn't be so stingy with my blood. So, treu den Hausmeister nicht so. Ja, das war immer so ein kleiner. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich in den Besen reinlaufe. So. Spende Blut. Die Blackwell Academy braucht frisches Blut. Nimm an unserer Halloween-Spendenaktion am 31. Oktober 2013 teil. Das beste Kostüm gewinnt einen Preis. 9 bis 16 Uhr at Blackwell Sporthalle. Ich weiß gar nicht, welchen Tag wir heute haben, aber wir haben ja 2013, das habe ich ja festgestellt. Ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. Das Portal zu Warrens Gehirn. Wer ist denn dieser Warren? Ich finde, Warren ist auch so ein etwas schwieriger Name. Warren. Warren. I hate having everybody see inside my locker. Du hast ihn nicht realisiert. Gut, das ist das falsche Wort. Ich habe ihn gelesen und ich habe es realisiert, aber ich habe nicht drauf geantwortet. Tut mir leid. Schande über mich. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. War das ein Familienfoto zufällig? Oben links. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. To all of you. Aber ich glaube, ich mache mal Folgendes ganz kurz. Nee, das nicht. Nein, 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 nein. Hier, Einstellung. Weil ich finde die Musik doch schon ein ganz kleines bisschen zu laut. Ich mache die mal hier so runter. Hat jetzt irgendwas gebracht? Ich muss jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter runter machen. Ups. So. Sonst schreie ich mir die Kehle aus dem Hals und... Ja, das ist gut.
Und dann versteht man auch. That's Dana talking to. I think his name is Justin. Hallo Justin. Dana is on my floor too. She's such an archetypal gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Oh. Ist schön, wenn man mal Freunde hat. Das sollte man auch nicht drüber lästern. Stella is always deep in her notes. Ja, das immer. She didn't come to Blackwell to mess around. Ich finde es ganz schön unhöflich von unseren Mitschülern, dass sie einfach so anrempeln. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. So. Ja, bis gleich, Daniel. Bis gleich. So, oh, hier haben wir gerade eine Schlägerei. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Ja, also alle, die in einem Club sind oder noch. Ich denke, das sind hier die besten Freunde. Und so wie es das aussieht, das sind doch solche Sportjacken, ne? Das sind ja die schlimmsten Typen, ne? Leute mit Sportjacken. Also mit solchen Sportjacken. Die kennt man ja immer aus Filmen, die dann immer auf, wirklich, cool sind, in ganz vielen Anführungsstrichen, ne? Aber leider nur dumm wie Stroh sind. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Ja, das wünschten, glaube ich, sehr viele Leute auf dieser Welt. Solche Leute einfach mal. Naja. Die Halloween-Party. I wish October would last forever. Halloween-Party. Ich, naja. Don't need a PC. Missed the Poetry Jam tryouts and I did not steal that backpack. VSL, PC Laptop, fully loaded, $600. Was ist das für ein PC? Da würde ich gerne mal hinschreiben. Ne? Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte. Ich brauche das Zeug wirklich für die Schule und auf dem Tablet waren viele persönliche Fotos meiner verstorbenen Katze. Also bin ich bereit, eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Wenn du Infos hast oder gestehen möchtest, weißt du, wer ich bin und wo du mich findest. Word Up, Blackwell Poetry Jam Auswahl. Am 5. Oktober um 15 Uhr. Was? Um 15:15 Stunden, ne? In der Bücherei. Ich denke mal, es heißt 15:15 Uhr. Das habe ich auch eben gesehen in der Übersetzung. Das hieß es Self-Darstellung. Genau, Self-Darstellung. Also, es ist nicht alles so. Aber es ist schön, dass es endlich mal auf Deutsch geht, das Spiel. Zum Verkauf: PC-Laptop voll ausgestattet. $600 und oder bestes Angebot. Kontakt mind@blackwellacademy.ed. Das .ed übrigens ist eine, ich glaube, nur in amerikanischen, ne? Adressen für, ich glaube, das heißt eigentlich, Webseiten sind mit Edu, also Education. Glaube ich zumindest heißt es. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Rettet Arcadia Bay. Im letzten Jahrzehnt hat der Klimawandel die Küste Oregons verändert. Fische und Fauna eingeschlossen. Ich habe erst Fische und Frauen eingeschlossen gelesen, aber es heißt Fauna. Dies hat die Fischereiwirtschaft im Bundesstaat geschwächt, auch in Arcadia Bay. Erhebe deine Stimme gegen Umweltverschmutzung und rette unsere historische Stadt. Lass deine Stadt nicht im Stich. Die Musik ist in Dauerschleife nervig. Ja, da muss ich auch recht geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand 50 Mal denselben Song hintereinander hört. Aber wir sind ja hoffentlich bald durch, glaube ich. Good thing I left my AK at home. Gut. Ich habe auch meine Kalaschnikow immer unterm Schreibtisch. Die nehme ich aber auch immer in meiner Tasche mit, wenn ich rausgehe. Da geht es zur Toilette. Das soll, glaube ich, auch hin, ne? So, das können wir noch nicht. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame.
Hey, Victoria und Nathan. Dann wenn man die zwei Leute gleichzieht, dann muss Herr Nathan genauso schlimm sein wie Victoria. Wie Victoria. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Wenn Nathan und Victoria im Vortex Club sind, ist der Vortex Club dann sowas wie die coole Studentengemeinschaft, die aus Footballspielern und Skiliedern besteht? Auch sehr cool. Principal doesn't come out of his office much. Wieder kennen kann man ja nicht. Miss Grant. Miss Grant is a great science teacher. Oh, ich mag ja nette Lehrer, die auch wirklich ihren Stoff gut rüberbringen. Aber es gibt auch andere Lehrer. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. Okay, was haben wir so? Raum 112, 113, Computerlabor. Da würde ich gerne mal hingehen. Cafeteria, Girls, Boys. Wir sind, glaube ich, da am Eingang. Da steht auch Admin Assistant, Principal Office. Wir waren in 116. Nee, Art Class. Achso. Music. Oh, da würde ich auch gerne mal rein. Also in Music und Computer Lab. Jefferson's Office, Business Office. Also ist da drüben. Ach, da ist ja so ein Schild. Okay, habe ich nicht gesehen. Storage. Storage. Na gut. Können wir auch rausgehen. Zurück zum Schulgelände. Nee, da bin ich ja nicht hin. There's the lighthouse again. Come see the light. Ja, bis gleich. Also bis nachher, Liam. Bis nachher. Oh. The Bigfoot Stomp. I should develop some school spirit. Go team. Wow. Go team. Motivation, das schafft ihr. Hey. So, Samuel, der Hausmeister. Tut mir mal leid wegen vorhin, aber ich wollte was ausprobieren, Samuel. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Da ist noch ein Anschlagbrett. Darf ich noch mal ganz kurz? Ich muss noch mal hier kurz das Anschlagbrett. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Sowas mag ich eigentlich auch, solche Anschlagbretter, wo man ganz viele Flyer von ganz unterschiedlichen Leuten sieht. Und jeder kann was dran posten. Quasi das Facebook der alten Zeiten. Habe ich aber nie so richtig erlebt. Also in unserer alten Schule haben auch nur die Lehrer und die Vertretungspläne dran gehangen, mehr auch nicht. Leider. Der beste Sänger Oregons sucht den besten Gitarristen aller Zeiten, um eine Band zu gründen und die Welt zu erobern. Einflüsse? The Rust, The Ramones, The Shines, The Beatles, The Ramones, The White Stripes, The Ramones, The Smiths, The Who, The Ramones, The Style Council, The Ramones and Lady Gaga. Ich glaube, The Ramones ist ein wichtiger Punkt, den man als Gerätes mitbringen sollte. Kontaktiere Steve Hackney 555-846-9129. Keine Anrufe vor 16 Uhr oder nach 18.35 Uhr an Wochentagen. Ach so, für die Band, okay. Traurig, einsam, deprimiert. Bete mit Gleichaltrigen, Bibelkreis, Sonntagmittags in der Arcadia Bay Bücherei. Alle Religionen willkommen, sei fröhlich. Schwimmen wie ein Otter. Erfahrener, pensionierter Sportlehrer und ehemaliger Otter-Champion trainiert dich persönlich, bis du durchs Wasser gleitest und deinen inneren Otter findest. Für Details kontaktiere Michael Wasbarnki. Bebernki? Waterlogged at arcadiabaygym.wet. Tablet so gut wie neu zum Verkauf, enthält 5 GB Katzenfotos. Oh, da muss ich zuschlagen. 5 GB, vor allem Fotos sind ja schon sehr klein. Dann sind da 5 GB ein Haufen Katzenfotos.
So, anscheinend sind wir auch sehr erfolgreich, was wir tun. Wobei nur Silberpokale. Anscheinend sind wir so eine Durchschnittsschule. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. Ja gut, ach so, das ist speziell eine Football, okay. Ich habe erst gedacht, das wäre hier so eine Teleskop, so ein Teleskop. Ich habe gedacht, du bist hier irgendwie den Aliens gewidmet oder so. Blackwell sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Ja, zumindest ein bisschen. Musiklautstärke nervt vielleicht. Gut, ich glaube, wir gehen jetzt langsam mal hier Richtung Toilette. Ist ja auch vorbei. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Also anscheinend sind hier sehr viele Leute aus dem Vortex Club und wir sind es anscheinend nicht. Gut, da würde ich sagen. Oh, ein Poster. Das letzte Poster. Nerd Alert. This poster has Warren written all over it. Trete dem Schachclub bei oder dem Schachteam. Was steht da unten, ne? Kann ich nicht erkennen. So gut kann ich leider nicht lesen, ne? Was? Yearbook Project. Jason, Jasmin, Tyler, Jenny. Search. Brook. Irgendwas. Drama, Baby, Drama. Und wir gehen ins Klo. Ja, Toilette, Drogen, Edding. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me.